Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Satisfactory, meine lieben Freunde. Der liebe Zander, der sollte jetzt gleich auch irgendwann im Laufe der Zeit eintrudeln. Ich glaube, der macht sich auch gerade ready. Ist ja mittlerweile heute Sonntag, der letzte Tag, wo wir nochmal 12 Stunden am Stück Satisfactory ballern werden. Ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zurück in die Base, weil wir werden wahrscheinlich wieder einige Tickets über Nacht zusammenbekommen haben. Moin Cory Viral, Safti, Saftbockwurst, Nine, Brobotter, Flames, Pickaxe TV. Auch mal wieder am Start, schon lange nicht mehr hier gesehen. Pickaxe war jetzt ewig nicht mehr da, ne? Sunoi, Dado, moin! Moinsen Luftschuss, Leon. Maus aus Troja, moinsen. Eine Gesichtswurst, hi. Und Bummklausi, moinsen. Und Donnergott ist auch schon am Start hier. Moinsen! Moin Marcel! So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Nora, moinsen. Ah, hat der Schredder über Nacht gut was produziert? Oh, 22 Coupons. Bald haben wir auch endlich alles, was wir an Baustuff holen können im Shop, ne? Kassetten haben wir mittlerweile alle. Pipeline MK2 glatt, die könnten wir noch holen. Wir können auf jeden Fall jetzt die Anzeigetafeln holen, die größeren. Ich sehe es schon kommen, da muss ich bestimmt im Dings wieder alles umbauen einmal. Ja, wir könnten noch die Muster holen, die restlichen. Carbonstahlausführung. Rostbeule, moinsen, alles gut? Da brauchen wir nur 20 Erz für, ne? Eisenerz. Um eine Hub bauen zu können. Wo haben wir denn hier? Da. Okay, haben wir mal mitgenommen, was? Muss und selbst alles bestens. Danke, danke. Wie sieht's denn hier mit Sand aus? Ja, okay, da können wir ein bisschen was ins Dings packen, ne? Laden wir mal ein bisschen was hoch, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar.
So. Zack. Juri, moin! Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg wieder zu meiner Riesenlagerhalle. Da steht ja schon der Plan, was wir heute vorhaben. Big City, moin! Alles klar, schön, dass du da bist. Cory Viral, mein Lieber, übrigens, danke für den Resub. 3 Jahre mittlerweile am Start hier, ne? Liebe geht raus, Mann. Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Didi-dit-dit. Cory Viral hat ja auch das 1000er Gifted Badge. Ja. Ja gut, Cory Viral ist aber auch komplett am Eskalieren, was die Subs angeht. Übrigens, Leute, nicht vergessen, ganz wichtige Info. Erstens, nach Satisfactory wird es auf jeden Fall ein Farming Simulator Projekt geben. Dann als nächstes, Anfang Oktober, 4. bis 6. Oktober, das erste Wochenende, wird es eine 60 Stunden Wind Challenge geben. Gemeinsam mit Zander. Das wird unsere erste große Wind Challenge, die wir machen. Dann haben wir geplant, in Craft Attack durchzustarten. Letzte Oktoberwochenende. Das müsste der 26. Oktober sein, der letzte Samstag. Da wird's losgehen im Livestream mit Craft Attack. 12 Action. Dann an Halloween wird es die Fright Night geben. Das wird das erste Mal sein, dass wir die machen. Die wollen wir jetzt einmal im Jahr, wollen wir an Halloween so einen Special Livestream machen, die Fright Night. Da werden wir richtig krass in Horror Games und alles reingehen. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Und Ende des Monats geht's dann los mit dem Open-End-Livestream, Leute. Wird sehr, sehr, sehr geil. Also wir haben richtig, richtig viel geplant. Da kommt ordentlich was auf euch zu. So. Und ich bin jetzt hier. Ja, die können wir erstmal rausnehmen, Speed. Story Games, habe ich ja gesagt, kommen nicht so gut an. Weshalb ich auf jeden Fall überlege, das erstmal nicht mehr zu machen, ne? Zander has joined the game. Moin! So, Zander, jetzt geht's heute direkt wieder weiter, sagst du? Geht's ab. Aber sowas von. Aber sowas von. Ich bin aber ganz kurz im Mute. Da bin ich wieder. Ey, hier macht die ganze Zeit einer Terror. Wer ist denn hier der Terror? Da unten ist einer, der Terror macht. Du. Wie hast du geschlafen, Kevin? Ich hab gut geschlafen. Sehr schön. Sehr schön. Halt die Gusch. Warst du eigentlich schon in der Base? Also in der alten Base? Ja. Und? Also, du meinst jetzt wegen Coupon-Dings? Ja. 22 sind zusammengekommen. Nice. Hast du alles gekauft?
Ne, ich habe noch gar nichts gekauft. Das mach ich ja nicht, wenn du nicht da bist. Ach so, okay, okay. So Leute, für die, die es nicht mitbekommen haben, I show you our new base. Built by Kevin. Das ist unser Weltraumlift. Und hier ist unser neues Lager. So, und hier wird jetzt noch was gebaut für die Hub. Und dann geht's heute auf jeden Fall auch, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich gar nicht sagen. Wir wollen den Zug bauen, aber ob wir das auf jeden Fall schaffen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das wird wild, oder, heute? Joa. Bin auf jeden Fall maximal hyped. Sag ich, wie es ist. Heute Phase 3? Ja, doch, eigentlich schon, oder, Kevin? Das ist jetzt Ziel, ne? Das schaffen wir nicht. Phase 3 würde ich schon gerne heute machen. Nee, das schaffen wir nicht. Meinst du? Nee. Und was ist, wenn doch? Dann werden wir heute keinen Zug haben. Das ist richtig, aber Phase Also, wir 3. Müssen uns für irgendwas entscheiden und ich würde sagen, wir bauen erstmal unseren Zug. Ich baue jetzt erstmal die Kunststoffproduktion. Boah, das gefällt mir nicht so. Ja. Also die Ölbohrinsel muss auf jeden Fall fertig werden. Das muss ich noch fertig machen da hinten. Oh nein, scheiße. Wir haben ja auch keinen Stress. Also wir müssen jetzt hier nicht auf Krampf gucken, dass wir in den Phasen vorwärts kommen. Nee, das stimmt. Aber die Produktion würde ich schon gerne irgendwie machen. Heute noch. Bonzen Benny, Alter. Dankeschön für 10 geschenkte Subs. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich muss hier gerade ganz kurz alles ordentlich ausmessen, Leute. Ich würde ganz gerne, ehrlich gesagt, lieber einen weiter nach hinten gehen. Einfach damit ich... das ein bisschen schöner machen kann hier. Den Kreis, ja. Dann ist das ein bisschen... So, Bonzen Benny, vielen, vielen Dank für den Support. Liebe geht raus. Dankeschön für die Unterstützung. Moin Talk System. 10 geschenkte Subs am frühen Morgen, ey Leute. Das ist wieder Wahnsinn, was hier abgeht. Geisteskrank. Dankeschön, Bonzen Benny. Danke, danke. So. Wir bauen jetzt direkt hier den nächsten Kreis daneben. Ich baue hier nur schon mal den Übergang, damit wir das auch haben. Eieiei, Minigun.
Julia meinte schon heute Morgen zu mir, die sagte, Minigun ist, glaube ich, Leberkäs-süchtig. Der hat schon wieder einen gepostet. Aber ey, wenn es dir schmeckt, dann ist es doch eine geile Sache, ne? Also... Und anscheinend bist du ja vom Habanero, Leberkäse angetan. Moin, Anzi. Anzi, ich wollte dir gestern zeigen, was ich noch Schickes gebaut habe. Und dann warst du weg. Leberkäse ist so geil. Ja, ich habe aber, wie gesagt, halt einen Partner dafür, Juri, ne? Hupsi. Hupsi Leberkäse im Glas. Bestellst einfach ein Glas, stellst in den Ofen, 30 Minuten, 180 Grad, hast einen frisch gebackenen Leberkäse. Der sogar bessere Qualität teilweise als von manchen Metzger hat. Und die haben unfassbar viele Sorten bei Hupsi. Könnt ihr gerne auschecken. Ausrufzeichen Hupsi, Code G-Time, 5% Rabatt on top. Meine Empfehlung ist der Almhütten-Leberkäse mit Speck und Röstzwiebeln. Der ist saulecker. Ernsthaft? Ja. Die Internetverbindung war auf dem Rückweg vom Turnier weg. Eieieiei. Das ist richtig. Jo. Oh, bin gemüht. Wie sieht's aus mit Dingensbummens? Soll ich was kaufen? Können wir uns eben absprechen? Also ich würde sagen, die Schilder holen wir jetzt auf jeden Fall, damit wir die alle haben. Das sind 15 Tickets. Wir haben also noch 7 über. Ich könnte noch, MK2 Pipeline glatt könnte ich noch holen? Genau, die wollte ich vorhin auch sagen, können wir noch holen. Dann haben wir noch 6. Und dann würde ich sagen, hol noch vielleicht ein paar restliche Muster. Ja, Muster. Ich könnte noch Gehweg-Muster holen. Das sind genau 6. Ja, dann hol die. Let's go. Wo hast du deine Ex-Minis gelassen? Was haben die rausgebracht, Mini? Was ist das für einer? Ich weiß das selber nicht mal. Die bringen so schnell neue Sorten raus, was geisteskrank ist. Moin, Lex. Die haben sogar Bier. Bierleberkäse? Ach du Scheiße, das ist ja genau das Richtige für dich, ey. Och nö. Nein, die... Ach, Bier bieten die an. Fassbier. Was? Junge, was... Was bietet denn Hupsi mittlerweile alles an? So. Hier, Anzi.
Ich habe gestern unsere Main-Main-Base angefangen. Kann ich aber leider gleich erst zeigen, weil ich will erst eben den Ring hier fertig ziehen. Vital, moin, alles gut bei dir? Man bekommt ein Fass gratis, ein komplettes Fass Bier, wenn man 24 Hupsi bestellt. Ach, Oktoberfest, ja, stimmt. So. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist hier am Laufen, die Kiste. Das lübt. Das war so dumm, hab ihn blockiert, bevor ich ihn gottlos für Dummheit beleidigt hätte. Letztens meinte so ein Klugscheißer, ey, ich komm aus Bayern. Hupsi, Leberkäse sei kein guter Leberkäse, weil er ja im Glas ist. Und nur original Leberkäse vom Metzger ist Leberkäse. Hä? Der Dude, der Hupsi erfunden hat, das ist ein Metzger. Und ob du einen Leberkäse... das ergibt gar keinen Sinn. Also, ob du einen Leberkäse zum Beispiel in einer Aluschale oder in einem Glas aufbacken tust, macht gar keinen Unterschied. Ich glaube, im Einmachglas ist sogar gesünder als Alu. Keine Ahnung, also da will ich jetzt gar nicht so weit gehen, aber die Aussagen ergeben gar keinen Sinn. Wie gesagt halt, also der Erfinder von Hupsi ist Metzgermeister. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, dass der wahrscheinlich in seiner eigenen Metzgerei den Hupsi genau nach dem Rezept oder seinen Leberkäse nach dem Rezept gemacht hat. Und jetzt halt einfach einen Online-Versand anbietet und sich halt was einfallen lassen hat, wie er den Leberkäse online an die Leute verschicken kann, zum selber aufbacken. So. Und damit der haltbar ist, wird er halt ins Glas gemacht. Also Einmachglas. Okay, aber egal, macht ja gar keinen Sinn. Da würde ich auch gar nicht so viel Zeit versenken in so Leute. Also, denen ihr Ziel ist ja sowieso generell eigentlich nur rumzunerven. Also, da sollte man gar nicht mehr so krass drauf eingehen. So. Okay. Customizer.
Ich habe es leider vermasselt, deswegen müssen wir das alles jetzt hier händisch so ein bisschen ändern. Oh, okay. Gestaltet sich dann doch etwas schwieriger. Lassen wir mal ganz schnell. Ich relogge nochmal. In meinem Spiel reloggen. Weil das kann sein, dass das jetzt gerade nur am Rumbangen ist, die Anzeige. Moin Endocrine, alles gut? Dankeschön übrigens für die Follows. Jano, Zekwors, Quandor und Caesar. Dankeschön, Leute. Oh. Okay, wir reloggen mal. Wir gucken, ob's hilft. Hoppla, falscher Screen. Das ist ja nervig. Also ich merke mir, Kreis umfärben keine gute Idee. Oder besser gesagt, umändern vom Material. Das muss vorher feststehen. Aber wir können Beton nehmen. Beton sieht auch gut aus. Kenosaurus LP. Moin, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Oh, einer ist da noch. Mal gucken, vielleicht krieg ich den erwischt. Ja. Okay, ich hab's. So, Zander, ich baue jetzt gerade hier an unserer Main Base den Bereich für die Dings. Für die Hub. Ja, genau. Sehr nice. Gerade bei der Ölplattform die Kunststoffproduktion jetzt. Also ich fange damit jetzt an. Okay. Thank you.
Ich baue mal mit einer Rampe mich hier hoch. Sana ist sehr leise, ja. Bin aber auch gerade wieder gemutet. Ich kann die Hub zwar noch nicht bauen, Leute, aber ich muss gerade erstmal eine Möglichkeit finden, dass ich die schön... Ich muss die halt so gedreht kriegen... So wäre perfekt. Ja. Ja, so ist sie perfekt. Okay, ich reiß die in der alten Base ab, die Pipe, die Hub. Und dann bauen wir die jetzt erstmal hier auf, Leute. So. Ja, wir müssen mal gucken. Oh. Okay, ich guck mal wegen Treibstoff. Haben wir hier noch was drinne? Ja, der ist schon so gut wie voll. Dann gucke ich mal, ob ich den in den Container eingelagert kriege. Moin, Flo.
Okay, da haben wir keinen Platz. Dann gucken wir mal hier in dem Lagercontainer. Ich lasse da mal ein paar Sachen schreddern. Das können wir wegtun, das brauchen wir ja alles nicht mehr. Wait, die Schnecken können wir zu Dings verarbeiten und die kann ich dann uploaden. So. Platinen können wir dann hochladen. So, hier haben wir dann nichts mehr, ne? Okay. Das ist durch. Die packen wir zusammen. Die lade ich jetzt auch einfach hoch, die Coupons. Genauso wie die Dinger. Selbst wenn man jetzt mal sterben sollte, dann verliert man das ja nicht. So. Die nehme ich mal mit, die Stahlträger. Computer 8 Stück lade ich auch mal hoch. Die können wir zusammenpacken. Die können wir auch hochladen. So, da haben wir doch noch ein bisschen Platz im Inventar bekommen, Leute. Ohne große Probleme. Mycelium, das brauche ich nicht. Die können auch weg. Die kann ich wieder zurückpacken. Dann nehme ich nochmal hiervon zwei. So, und dann lasse ich als nächstes die 100 KI-Dinger hochladen. So. Isaris, Hobbit und Nip, Dankeschön für eure Follows. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid. Liebe geht raus.
Ist eigentlich Anzinono noch am Start? Anzi, jetzt wirst du die Mainbase sehen. Die Mainbase, die ich gestern stundenlang gebaut habe. Wie viele Stunden hast du jetzt schon in dem Game? Also wir haben jetzt auf dem Server hier bald 100 Spielstunden. Wie viel insgesamt? Keine Ahnung. So, das ist unsere neue Mainbase inzwischen. Zander, Stangen kommen sofort. Nice. Ich lade dir 400 rein. Geil. Perfekt. Danke dir. Kein Problem. So, so sieht's aus hier in der Mainbase. Hier ist überall Lager. Oh, da wollte ich sowieso mal testen. Die neuen Schilder, ne? Boah, ich glaube, das ist besser, wenn wir das nehmen, oder? Die größeren sehen halt einfach, muss man ehrlich sagen, besser aus. Moin, Werfergerste! Große Werbetafel. Okay, ich will was testen.
Okay. Ja, da muss man mal schauen. Das könnte geil werden, aber da muss ich erstmal den Stuff haben, ne? Und Anzi, was sagst du zum Hauptlager? Tief so bauen. Zander, verstärkte Eisenplatten. Kannst du mir die reinballern? Warte, davon müsste ich einige haben, ja. Ich mach dir mal 150 rein. Reicht dir das? Ja, oder? Das sollte reichen. Okay. Alles klar, danke. Jo. So. Nee, das machen wir auf jeden Fall matt. Sand. Kupfer. So. Wo haben wir denn diese da Stahlrohre? Modularer Rahmen. Schwerer modularer Rahmen. Verschmolzener modularer Rahmen. Guten Morgen, lieber G. Danke, dass du uns das Game in den letzten Tagen auch mal gezeigt hast. Dass man auch schön bauen kann. Hab es mir gestern auch gekauft. Greta TV, moin erstmal. Ich habe das Game aber doch schon mal hier gestreamt mit Rumatra und Trimax. Der, ne? Ja. So, dann kommt als nächstes... Oh. Der hier.
Danach gab es gar keinen mehr, ne? Aber nicht mit schön bauen, ja? Naja, also ohne das Böse zu meinen, ne? Aber das zeigt ja jetzt gerade hier das Projekt sehr gut, wie sehr das einschränkt, wenn Max immer ankommt und sagt, wir müssen Progress pushen, ne? Weil dann kommt man halt einfach nicht dazu, das so schön zu machen, wie es jetzt aktuell der Fall ist, ne? Also, ich fühle das sehr mit Zander, muss man halt sagen. Also, auch wenn das jetzt, ne, muss man halt ganz klar sagen, ist ja auch nicht schwer zu übersehen mit Zander, ne? Weniger Reichweite, ganz klar. Aber, wie ich ja immer sag, das ist halt nicht alles in dem Game, ne? Also, in der Content-Creator-Geschichte. Ich komme mit Zander sehr gut zurecht. Wir harmonieren sehr gut, weil wir auch ungefähr die gleichen Vorstellungen haben. Und das finde ich persönlich absolut perfekt. Moin, Audience. Gummi, machen wir hier. So, dann machen wir das. Dann Platine. KI-Begrenzer. Dann machen wir den Computer. Dann würde ich sagen, kommt der, wo ist er? Supercomputer. So. Rotor. Dann Stator. Motor. Aluminiumgehäuse. Das werden wir bestimmt auch brauchen, ne? Müssen wir mal schauen. Wobei ich mir vorstellen kann, das ist so ein Ding, das wird einfach immer nur weiterverarbeitet. Das müssen wir wahrscheinlich nicht abgeben. Oh. Mehrzweckgerüst. Intelligente Beschichtung. Hier haben wir jetzt, glaube ich, alles, ne? Oben. Ja. Dann machen wir jetzt hier automatische Verkabelung. Kühlkörper. Kühlsystem. Ah, diese ganzen Plutonium-Sachen und so, das lasse ich mal weg. Turbomotor. Den haben wir auch jetzt. So.
Turbodraht, den habe ich noch gar nicht drinne. So. Dann machen wir als nächstes adaptive Steuereinheit. Modularer Motor. So, die sind mittlerweile hochgeladen. So. Montageleitsystem. Magnetfeldgenerator. Thermalraketenantrieb. Gab es nicht noch einen anderen? Ja, diesen nuklearen, ne? Okay, wir gucken erstmal weiter. Das sind alles Dinge, die wir nicht brauchen hier. Überlagerungsoszillator. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas ist, was wir in größeren Mengen oder so brauchen. Ist halt Endgame-Stuff, ne? Dunkler Materie-Kristall. Ich mache jetzt einfach mal für die Sachen hier noch Polaritätszelle. Zeitkristall. Neural Quantenprozessor. KI-Erweiterungsserver. Chemischer Modellierer. Das Teil hier. Das können wir noch einlagern. Batterie nehme ich mal mit rein. Kommen wir in dem Aluminiumgehäuse auch mit rein. So, was haben wir hier noch? Ja, den Rest heben wir mal auf hier. Da gucken wir mal. Haben wir noch 4 Container? Aber das ist schon mal gut mit den Symbolen. Da können wir jetzt viel schneller auch auf Entfernung sehen, wo dann was drinne ist. Das passt perfekt so. Sehr, sehr geil. So, Zander, ich habe jetzt an den Containern auch die größeren Schilder gemacht. Ja, die sind krass, ne? Jetzt können wir viel besser sehen, wo was ist. Hast du schon gesehen, dass man die Hintergründe animieren kann? Von den Schildern?
Ja, ich wollte nämlich eigentlich so pulsierende Schilder haben, das geht aber leider nicht. Aber du kannst, die Hintergründe kannst du animieren, dass sie so eine Animation haben. Okay. Also du kannst, musst mal gucken, Hintergründe und dann animiert, glaube ich, unten oder so steht da. Und wenn du da dann zum Beispiel diese Straffierte nimmst, zum einfach angucken, die Farben änderst, dann bewegen die sich. Das sieht richtig gut aus. Ja, muss ich gleich mal gucken. Also das kann man halt für so Baustellen oder so zum Beispiel nehmen, weißt du? Sollen wir mal neu machen? Ah, das ist jetzt wieder ein bisschen nerviger hier. Das hätte ich vielleicht eher machen müssen, so mit diesem Kreis. Ah, komm schon. Ansonsten machen wir erstmal in die andere Richtung noch weiter. Ich habe es gerade gesehen, er hatte einmal den richtigen kurz. Na, komm schon. Findet er den hier nicht oder was ist los?
Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht gerade. Okay, dann müssen wir es so machen. So. Perfekt. Okay, alright. Wir können hier auch gar nicht so groß die Kuppel machen, weil, das Teil muss ja immer rausfliegen, ne? Jetzt nehmen wir Glasdach. Oh, wait. Ich glaube, ich mache hier auch noch einen Toreingang. Wände. Färben wir schwarz. Dann sieht das, glaube ich, noch besser aus. Oder nehme ich Chrom? Ah, Chrom sieht besser aus. Das harmoniert mehr. So, dann müssen wir... Nächstes das Dach machen. Ich glaube, noch eins wird schwierig. Ja, ja, das hängt dann da rein. Nee, nee, das lassen wir dann so. Okay. Da werden wir jetzt erstmal gucken. Ah, okay, der ist falsch draufgesetzt. So, das färben wir schwarz ein, dann passt das nämlich.
Ja, perfekt. Dann haben wir hier unsere Hub. Ja, enter das Labor. Dann können wir hier jetzt überlegen. Ah, okay, ich habe nicht genug Stuff dafür dabei. Wie kommt das hin? Werkbänke. Ja. Finde ich eigentlich ganz nice, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich versuche gerade einfach nach Gefühl hier so ein bisschen. So, ich glaube, das ist in Ordnung, so wie wir das jetzt haben.
So. Was ich jetzt noch machen kann, ist Folgendes. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Ich weiß aber nicht, ob das aussieht. Nee, ne, das sieht nicht so irgendwie. Nicht so stylisch aus. Ich glaube, hier kommt's besser. Man muss ja auch sagen, je kleiner der Kreis ist, umso schwieriger ist das. Was machst du denn hier? Bitte eine andere Beschäftigung suchen. Weg von unserer Base. Mach, dass du wegkommst jetzt. Los, ich will hier bauen.
gibt's, da gibt's keine andere Möglichkeit, ne? Kann ich das vielleicht zum Abschluss nehmen noch? Das ist unser Lager. Audient, das habe ich gestern gebaut. Hier sind schon hinten überall die Splitter und so intelligente. Das wird ein vollautomatisches Lager hier. Und hier in der Mitte ist der Weltraumlift. Was hatte Zander mit Animation eigentlich gemeint? Na gut, hier kann ich dann uns noch die Icon so einstellen, ne? Dass wir dann diesen Farbverlauf haben. Das kann man, glaube ich, aber nicht mehr kopieren. Das muss ich jetzt bei jedem einzeln dann einstellen. Aber das hebt die nochmal so ein bisschen hervor, ne? Muss man sagen. Ist natürlich auch eine coole Sache, ne? Wobei man kann ja auch dann hier oh, warum hat er meinen Link kopiert? Farbe auswählen. C. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt schon überall die Icon eingestellt habe. Ich bin jetzt erst im Nachhinein halt auf die Idee gekommen. Wenn ich das auf drei stelle, leuchtet das zwar, aber die Icon... Oh, wobei, das sieht richtig smart aus, ne? Aber man kann nicht gesondert einstellen, dass das Icon nicht leuchten soll, ne? Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber das sieht schon ziemlich smart aus, oder? Was sagt ihr, Chat? Oh.
Ist natürlich mit einer gewissen Arbeit jetzt wieder verbunden. Aber ich glaube, dass das schon sehr, sehr smart aussehen würde, wenn das ganze Lager so ist. Und ich glaube, das wäre noch was, wo Zander das sehr feiern würde. Und wie kommt's voran, Zander? Gut, 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 gut. Also ich habe jetzt gleich die Kunststoffproduktion. Und also dann ist die Ölplattform also voll fertig. Okay, also ich habe die Hub und alles schon verlegt und ist auch alles schon hier verbaut jetzt, ne? Also nice. Gibt jetzt schon eine zweite Kuppel. Ich habe jetzt noch gerade eine Sache gefunden, wo ich das Lager nochmal mit signifikant aufwerte. Okay, und zwar? Ich tue jetzt hier bei den Rahmen. Du hast ja gesagt, die Hintergründe da, die gibt's, ne? Und da habe ich jetzt einen gefunden, da ist das Icon nochmal so umrahmt. Das sieht richtig gut aus. Also man erkennt jetzt auch im Lager schon direkt aus der Entfernung, in welchem Container was ist, weil ich die größeren Schilder genommen habe. Ja, ist geil. So. Boah, Symmetrie ist ein Endgegner bei der Plattform hier, ey. Ich würde auch sagen, Leute. Hier nach 51C, moin. Hier nach mache ich mich ran und werde schon mal das Frachtding bauen für den Zug. Dass, wenn wir soweit sind, jederzeit der Zug hier schon ausladen kann und alles. Ne? Das sieht richtig geil aus. Zack. So, das ist der letzte hier.
Oh, ist das geil. Das sieht geil aus. Xander wird das Lager lieben. Ist jetzt zwar nochmal ein gewisser Aufwand gewesen dann, aber ich glaube, dass das hier schon nochmal das Lager gerade ordentlich aufwertet. Was ich krass finde, trotz dass wir so viel hier schon gebaut haben, dass wir gar keine FPS-Drops oder Lags haben, ne? Das Game ist ja sehr gut, was das angeht, habe ich das Gefühl, optimiert. So. Perfekt. Jetzt gucken wir mal. Transport. Frachtplattform. Die ist das, ne?
Es muss in einer Reihe mit einer anderen Plattform platziert werden. Geht das so? Dann kann ich jetzt eine Schiene nehmen. So, und jetzt kann ich fehlende Materialien, Kupferdraht. Wie ist das denn, Leute, wenn ich einen Güterzug habe? Muss der Bahnhof so lang sein, dass der ganze gesamte Güterzug da rein passt? Oder wie läuft das? Oder geht der an einen einzigen Teil und entlädt den gesamten Zug dann? Okay. Also das heißt, da müssen wir mehrere. Was ist eine gute Anzahl an Anhänger so? Also was macht man denn, also wie lange macht man seine Züge denn so im Schnitt? 7? Kann er ziehen. Ich glaube, das wird gleich sehr, sehr krank werden. Übrigens, Leute, einmal eine kleine Werbung am Rande für meinen Discord-Server. Wenn ihr Bock auf weitere Events oder Marathons habt, wie jetzt aktuell das Satisfactory-Marathon, wir machen zum Beispiel ja zu Farming Simulator als nächstes ein Projekt, ne? Nach Satisfactory. Ich werde aber definitiv auch in Games noch reingehen, wie zum Beispiel Nightingale hat ja jetzt ein riesen Update bekommen. Oder auch, keine Ahnung, Planet Coaster 2, wenn es rauskommt, ne? Wird es auch regelmäßig Livestreams und so geben und wahrscheinlich auch ein Marathon. Da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auf meinen Discord-Server kommen. Ausrufezeichen DC. Und ganz oben habt ihr den Events-Bereich. Da sind auch immer alle Sachen eingetragen, dass man sich dafür rechtzeitig anmelden kann. Zum Beispiel auch die 60 Stunden Wind Challenge vom 4. Oktober 10 Uhr bis 6. Oktober 22 Uhr. Die steht auch schon drinne. Genauso auch der Start vom Open End Livestream oder auch alle anderen Sachen. Planet Coaster 2 übrigens, Speed können wir jetzt anpassen. Da gibt es ja ein Release-Datum. Ich glaube 7. November oder so war es.
Ja, da verpasst ihr dann nichts mehr, ne? Könnt ihr euch eintragen und dann kriegt ihr auch eine Erinnerung. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir die ganzen Sachen holen, die ich brauche, um diese Bahnhöfe zu bauen. Weil ich denke, wir werden auf jeden Fall den so groß machen, dass da 7 Waggons entladen können jederzeit. Muss ich den Bahnhof dann so bauen, wie ich mir das quasi vorstelle? Das heißt, da, wo die Lok steht, ist ein normaler Bahnhof. Und wenn die 7 Güterzüge hat, dann müssen 7 Frachterplattformen hintereinander danach kommen. Ja, richtig, okay. Alright. Kriegen wir hin. Moin, Tim. Motoren muss ich noch holen. Nimm 2 Loks. Warum? Fährt er dann zu langsam bei einer oder was? Die Cloud ist wie eine Ender-Chest. Ich kann aus dem Inventar zum Beispiel das Item jetzt hier hochladen. Okay, ist schon voll. Nehmen wir mal hier Stahlbeton. Den lade ich jetzt hier hoch. Das sieht man hier. Und ich kann jetzt jederzeit hier Stahlbeton rausnehmen. Oder wenn ich jetzt bauen würde. Ich habe zum Beispiel gerade gar keinen Kunststoff im Inventar. Ich kann aber trotzdem die Frachterplattform bauen. Man sieht das auch. Hier unten ist das lila, weil er die Materialien aus der Cloud benutzt zum Bauen. Und die Cloud teilst du dir mit allen anderen Spielern auf dem Server. Das heißt also, jetzt zum Beispiel, ich kann Sachen für Zander hochladen, wenn der gerade von was nichts hat. Und ich habe das Material, dann kann ich das einfach reinpacken und hochladen. Okay, dann mache ich quasi Lokomotive, 7 Güterwaggons, Lokomotive als Design. Das heißt, ich muss am Bahnhof, 7 Frachtplattformen, Bahnhof bauen. Ja, super Nolle, das ist so im Spiel drinne. Wir spielen komplett ohne Mods und so. Alles, was ihr hier seht, ist ohne Mods. Die zweite Lok braucht keinen Bahnhof. Tja, ich baue trotzdem einen, weil ich es schön finde. One Ill, moin!
Also links wollten wir die Lok einfahren lassen und rechts raus, ne? Hier wird auf Optik geachtet, ja. One L, danke für die 30 Bits. Boah, das wird, glaube ich, richtig viel Arbeit, das Schienennetz zu verlegen, so wie wir uns das vorstellen. Das wird, glaube ich, jede Menge Arbeit werden. Alter, ist das krank.
Okay, wir müssen das erstmal. Okay. Wände. Das waren jetzt die falschen Fundamente. Ich will Betonfundamente. Thank you.
So. Ganz kurz was schauen. Wo waren denn die Dings hier, ne?